Hallöle und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Together Ion. So, Hi. Ich bin mal mit dem Pingu hier irgendwie ein bisschen rennen. So, wir brauchen ja erstmal noch die. Wobei, genau, wir warten mal, wir können erstmal noch hinten. Wir gucken erstmal, ob wir alle per Grabsteine erwischt haben jetzt. Nee, wir müssen vorne müssen wir dann eh noch welche machen. Also, das ist ja okay. Kein Ding. Aber hier sind schon noch ein paar Mobs. Damit beginnen wir jetzt erst einmal. Na gut. Ja. So, ich habe ja in der letzten Folge hatten wir ja uns ja so ein bisschen über Arbeit dann so unterhalten oder der Black hat viel erzählt, sagen wir mal so. Kann ich ja ganz gerne auch nochmal eine Story raushauen und dazu beitragen. Und zwar war es bei mir nämlich so in der Ausbildung. Ich hatte eine, ja doch relativ nette Chefin, kann man sagen. Eigentlich war okay gewesen. Ne, für Gastronomie war das ordentlich. Eieieiei. Ja, scheiße, ey, da hat's mich erwischt. Hat's ja auch mich nicht auch. Erwischt. Okay, naja, nichtsdestotrotz. Stehen wir halt gleich wieder auf. Warte mal, bleib mal liegen. Ich hab hier noch so ein Item. Ja, ich hätte warten sollen. Bin bestimmt gleich wieder tot. GG. Ja, warte mal. Warte. Oh je, diese Todesschützen sind schon heftig. So. Ah, jetzt muss ich schauen, dass es funktioniert. Ganz knapp. Okay. Ja, dann stellen wir mich mal wieder auf. Und gehen wir zumindest den Weg bis hierhin. Das ist ja zumindest schon mal gut. So, wo habe ich das Item? Nach wohin wollte ich jetzt? Nach Sanctum will ich nicht porten. Okay. Okay, annehmen. Zack. Juhu. So. Seelenkrankheit habe ich natürlich trotzdem drauf, aber ja, gut, okay. Zack. Ja, Seelenkrankheit, das lässt sich. Nur beim Clary lässt sich das nochmal ein bisschen reduzieren halt. Ne? Also um 50% halt. Der haut aber auch rein, der Typ. Ja, der hat auf jeden Fall gut reingehauen. So, dann kriegst du hier nochmal einen Heal verpasst. Ja, wie gesagt, kann passieren, aber dafür leveln wir ja doch eigentlich relativ schnell, denke ich. Ich denke, das ist in Ordnung. So, ich werde auf jeden Fall nochmal die Energie der Rast auf jeden Fall nochmal auffrischen, denn die ist... Ah, gute Sache, genau. Gute Idee bei mir auch. Hättest du nichts gesagt, hätte ich nicht dran gedacht. So, Die ist mittlerweile wieder ausgelaufen. Wo ist der Tee? Da ist der Tee. So. Groß. Hier der Magus, ne, der macht Spiegelschild. Ne? So. Eigentlich, im Normalfall. Nee, irgendwie auch nicht. Ja, nicht. Wenn ich will. Krass. Mein Gott. Kannst mich ruhig Black nennen, weißt du doch. Okay. So, wie gesagt, mit der Seelenkrankheit zu kämpfen, ist das natürlich wieder ein bisschen schwieriger, aber wie lange läuft es bei mir noch? Na, 49 Sekunden, das ist okay. Das ist ganz okay. So, weiter im Text. Wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen was erzählen. Da bin ich ja nicht ganz so dazu gekommen. Wir haben ja noch den Slayer, weil wir den Slayer, den müssen wir, glaube ich, noch schnell runterbürsten hier. Okay. Oh, die Drecksau. Das ist ja ganz schön heftig. Das war eine 5K-Schelle gewesen. Ja. Ja, Seelenkrankheit halt, ne? Ja, Seelenkrankheit halt, ne? Jetzt bist du bestimmt bei maximum 4 Minuten. Ne? Höher geht's nicht. Jo. Das ist ja gut. Na gut, wir haben jetzt sowieso noch ein paar Grabsteine, ne? Das geht schon alles noch. So. Okay. Ja, wie gesagt, das war halt bei mir so in der Ausbildung. Die Chefin war eigentlich relativ nett gewesen. War ganz okay. Aber die hatte halt auch so einen Kerl halt gehabt, ne? Einen Mann halt, ne? Jo. So, und der Typ, der hat halt... Chefinnen. Genau. Ja, ist halt so, ne? So, und der Typ, der hat halt ein bisschen Hausmeister halt gemacht und hast nicht gesehen und hat, ja, so ein paar Hausmeisterdinge und so weiter und so fort. Ne? Und, wie es halt so ist, ne? Wie du halt so bist halt, ne? Dumm und... Azubi halt, ne, und so weiter halt, ne, war es dann halt irgendwie dann mal so gewesen, hat halt irgendwie so ein Starkstromkabel irgendwie mal gespannt und, das war halt dort bei meiner Rauchertür halt gewesen, ne, und wie so dumm, wie ich bin halt, ne, mache ich halt die Tür zu, ne, und quetsch das Kabel halt ein, beziehungsweise habe halt gedacht, ne, die Tür, die hat sowieso einen kleinen Spalt noch so unten, das könnte schon passen, ne, und dürfte halt eigentlich passen, ne, war aber nicht so, das Kabel wäre wohl irgendwie ein bisschen gequetscht gewesen oder sowas in die Richtung, ne, und, gut, Ende vom Lied war halt einfach gewesen, ne, dass ich es geschätzte 100.000 Mal vorgehalten bekommen habe, dass ich das Ding eigentlich hätte bezahlen müssen, sowas in die Richtung halt, ne, weil er dort sein Kabel halt langgelegt hat, sozusagen, und,
war halt nicht so in Ordnung, fand ich persönlich. Weil, keine Ahnung, hat halt einen Preis genannt, irgendwas im dreistelligen Bereich oder sowas in die Richtung und hast nicht gesehen, ne? Und gerade so als kleiner Gastro-Azubi, ne, hast du gerade mal den dreistelligen Bereich verdient halt, sagen wir es mal so, das war sozusagen fast ein Monatsgehalt dann oder so in dem Dreh halt. Ja, ist natürlich so eine Sache. Ich mich natürlich auch immer schön informiert, ne? Ja, was kann man da machen oder beziehungsweise ja, was passiert denn da halt, beziehungsweise. Lauf mal nicht ist, so schnell, ich bin etwas ja, langsam noch. Ist man denn da verpflichtet, sowas zu übernehmen oder sowas in die Richtung? Und Ende vom Lied war eigentlich nein gewesen halt, ne? Weil. Nur bei mutwilliger Zerstörung. Richtig, genau. Und ja, und ich hab's halt oft genug halt, wie gesagt, man kann den Leuten halt bei einem kleineren Betrieb kann man den Leuten halt nicht aus dem Weg gehen. So ist das halt. Ne, ne, noch dazu halt, ja, Mann, der Chefin halt, ne? Und, ja, Ende vom Lied war halt nichts gewesen, ne? Also wurde jetzt nicht, natürlich nicht beglichen von mir, ne? Aber ich hab's halt oft genug vorgehalten bekommen, ne? Und war halt eine sehr unschöne Sache, muss man sagen. Ja. Ja, wir hatten ja auch mal einen Lehrling, einen Lehrling, nicht einen Praktikanten bei uns, der hat sich teilweise total dämlich angestellt, kriegst du den eine Aufgabe, da setzt er sich einfach vor draußen vor die Türe und macht draußen, zerstört teilweise Gezeugs und nein, das war schlimm, dieser Typ. Also wir waren alle froh, dass wir da los waren. Hey, du. Ja, genau, richtig. Genau. Aber da habe ich, glaube ich, eine so relativ gute Bewertung eigentlich bekommen gehabt, ne? Obwohl ich so viel zerstört habe. Wir sind immer nett. Ja, genau. Und hinter mir hat's geedit. Glaube ich. Ja, genau. Ich habe das schon gesehen. Oh, hau mich nicht so dolle, ich will nicht nochmal sterben. Oh, krass. Ja, so, lass du sterben, nicht mich. Puh. Okay, gerade so noch überlebt, das ist okay. Was hat man hier? Das ist eine Minute. Oh, scheiße. Okay. So. Güterpist. Ja, genau. Naja, jedenfalls, den Praktikanten haben wir überlebt. Genauso wie den Chef. Genauso wie den Chef. Ja, gut, nee, zerstört habe ich ja im Grunde genommen, habe ich ja nichts. Ja, der eine Motor. Ach doch, war neu. Was habe ich alles zerstört? Genau. Ich hatte zerstört, habe ich. Die Schleifscheibe, wo du einige Millimeter, sagen wir mal, vernichtet hast, die hätten noch verwendet werden können. Geil. Ja, und jetzt hast du auch verraten, dass du der Praktikant warst. Manche hätten es vielleicht nicht mitgeschnitten, hast du wieder Pech gehabt. Aber der Motor, da war ich ja nicht selber schuld gewesen. Da habe ich ja nichts gemacht. Nee, da hätte jederzeit durchbrennen können. Ja, sowas passiert halt. Jo. Kann ich mich noch genau dran erinnern. Halt irgendwelchen Scheiß halt rein. Was war das? Luftdruck war das, glaube ich, gewesen, ne? Wie Luftdruck, hä? Das war doch so ein Luftdruckmotor, glaube ich, oder? Ein Luftdruck? Du meinst oder was war das? Ein Luftdruckmotor? Hä? Nee, was hat er gemacht? Also jetzt nicht Luftdruckmotor, aber war ein ganz normaler Motor halt, ne? Ja, aber der hat, glaube ich, ja, hat er nicht genau. Luftdruck erzeugt oder sowas? Oder das kann sein. Oder Gegendruck eventuell, ja. Also Unterdruck. Weil du damit, glaube ich, war der Motor, wo du hier die Expander da angesaugt hast, war das richtig? Ich glaube ja. Jo. Naja, jedenfalls hat er ja bei uns ein bisschen Sonderbonus gehabt in der Firma. Ja, weil er mich halt kannte. Normalerweise ist es halt so, dass Praktikanten natürlich nicht im Maschinenbereich tätig sind, sondern eher in der Montage. Der Typ war eigentlich auch in der Montage eingesetzt worden, dieser komische Kerl. Und naja, Ende vom Lied ist, dass er mehr bei uns rumgerannt ist. Ja, keine Ahnung, die hatten mir, glaube ich, gar nicht so viel gehabt für mich, oder? Kann das sein? Du weißt es gar nicht. Ach klar, für billige Arbeitskräfte hat man immer was. Ich habe mal den Grabstein zerstört, den unteren nehme ich auch. Achso, ja. Kannst du dich ja inzwischen vorkämpfen. Geh aber nicht so weit weg, nicht, dass ich keine XP krieg. Okay, die habe ich erhalten. Das ist ja gut. Wir hätten eigentlich auch Boot fahren müssen, eigentlich, aber naja. Gut, da wäre dann der nächste Boss wieder gelauert. Ach so. Auf uns. Oder hätte auf uns gewartet, der nächste Boss. Den wolltest du umgehen? Naja, nee, irgendwie nicht. Eigentlich nicht. Nee, den will ich eigentlich schon noch mitnehmen. Na gut. Oh, scheiße, jetzt habe ich zwei geaddet. Eieieiei. Warte, nicht ein... lass bitte den... Genau, den Ghost. Auf den Ghost. Okay. Oh, jetzt
Teil 2. Ja, kommt halt um. Dankeschön. Okay. Ja, gut. Nee, XP sind auf jeden Fall in Ordnung. Also ich habe jetzt mal drauf geschaut. Wir sind jetzt bei, ich habe jetzt in der Folge alleine schon 15% gemacht. Läuft auf jeden Fall noch ein bisschen. Das heißt, wir werden ungefähr pro Folge bei 20% sein. Und ich denke, einfach so für ein bisschen rumquinden ist das absolut in Ordnung. Ja, kann man schon mitnehmen. So, ich denke, schneller geht's mit Questen halt auch nicht. Weil natürlich kann man jetzt noch Questen machen. Es sind mehr als genügend Questen halt auf jeden Fall vorhanden in dem Spiel. Das ist jetzt nicht so ausgelegt wie andere Spiele zum Beispiel. Ne? Also ich habe es jetzt zum Beispiel bei Dragon Nest, habe ich zum Beispiel mittlerweile, fängt es langsam an, dass ich es da auch mehr merke, wie grindlastig das teilweise ausgelegt ist. Aber ich habe mir... Es kommt halt immer auf das Spiel an, gerade die japanischen oder koreanischen Spiele. Ja gut, gibt's denn deutsche halt Spiele? So, die grinden fast gerne, kann man sagen. Gibt's denn deutsche Spiele? Deutsche Spiele, aber es gibt zum Beispiel amerikanische Spiele oder halt, was weiß ich, französisch, also amerikanisch, also EA hier halt mäßig, Star Wars The Old Republic. Ja gut, aber ich sag mal so, das Spiel ist zum Beispiel ja auch im Grunde genommen ein koreanisches halt, ne? Ja. Jetzt sitzt von NCSoft, glaube ich. Ja. Aber ja, wie gesagt, es kommt auch immer drauf an, wie es ausgelegt ist. Das hier ist ja eher ein der Einzelhitter, während die anderen eher auf Monsterbashing und viele AOEs ausgelegt sind. Genau, richtig. Das hast du halt hier nicht. Entsprechend ist es auch immer ein bisschen schwieriger, hier zu grinden, weil du ja sagen wir mal, nicht so gut mit AOEs hast. Also zum einen ja. Und zum anderen, sagen wir es mal so, haben sich die Leute hier halt auch auf den europäischen Markt eingestellt. Genau, richtig. Ja. Ja, kann man auch so sagen. Das, wie gesagt, letzten Endes merkt es ja auch bei Fiesta, dass halt auch im High-Level-Bereich viele neue Quests dazugekommen sind, die es früher halt nicht gab, wo du wirklich teilweise... Ja, aber das ist ja immer so. Also die Leute verkürzen das halt auf jeden Fall, also beziehungsweise die Spielehersteller verkürzen halt die Zeiten halt, keine Ahnung, damit die Leute halt schnell im High-End-Content-Bereich halt sind. Ne? Allerdings halt nicht so extrem stark, dass wie es halt wirklich hier bei Ion der Fall ist. Weil hier ist es dann doch ein bisschen extrem, gerade, aber wie gesagt, das finde ich eigentlich ist es immer schön, viele Quests zu haben, aber in Ion ist es fast ein Manko, weil das zu viele sind. Das stimmt allerdings, ja, also man muss sich weil da schon ziemlich reinfuchsen, ja, man muss sich da auf jeden Fall schon ziemlich reinfuchsen, wie viel man, oder wo man halt auch meistens irgendwo was findet, also man war da, teilweise als wir da angefangen hatten mit dem Spiel, hat man oft auch auf irgendwelche Wikipedia-Seiten halt von dem Spiel halt zurückgreifen müssen. Um dann halt zu schauen, wo sind die NPCs, wo hat man die Questen und wo kann man das beste Equipment herbekommen und so weiter und so fort, ne? Und das ist halt gleich in anderen Spielen nicht ganz so. Ja. Jo. Aber naja, gut, wie gesagt. Warum auch nicht? Wie gesagt, es kommt halt immer aufs Spiel an und aufs Level, manchmal auch auf den Levelbereich selber vom Spiel. Wie gut oder wie schlecht da die Questen ausgewogen. Entschuldigung, jetzt war ein Rülpser dabei. Upsala. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Wie stark die Questen ausgewogen sind und wie stark es da auch gut oder schlecht vorangeht. Weiß man nie. Manchmal ist es eben auch so, selbst wenn die Entwickler das gut versuchen hinzukriegen, es ist manchmal gar nicht möglich, weil jeder eben anders spielt, ne? Oder wenn halt XP-Verluste oder sowas, der eine stirbt mal schneller, der andere weniger. Ja, da haben wir ja auch noch einiges zurückzusetzen heute hier. Ja. Genau. Oder wiederherzustellen an sich. Ja, wobei man halt dazu sagen muss, weil du jetzt sagtest, ja, Ion geht relativ schnell und so weiter und so fort und hast nicht gesehen. Ja, was heißt relativ? Ich meine jetzt halt, zumindest das Questangebot ist sehr stark. Und Ion, zumindest hast du das selber gesagt, dass man hier relativ schnell in höhere Bereiche kommt. Ja, also ist ja im Grunde genommen ist das ja so, ne? Also ich meine, wenn man jetzt auch die anderen Let's Plays halt... Mitnehmen? Ja, den einen Raum nehme ich noch mit, aber ich mache gerade diese Schleime. Wenn man halt die anderen Let's Plays anschaut, die halt bei uns auf dem Kanal laufen, gut, an Fiesta Online kommt zeitlich gar nichts anderes ran, ne? Ich weiß nicht, machst du da auch irgendwelchen Scheiß da manchmal bei dem Spiel, oder? Na, Scheiß hast du immer mal dabei. Die Aufnahme heute beispielsweise, habe ich 6 Folgen bei einem Event mitgemacht, was mir prinzipiell eigentlich gar nichts gebracht hat, außer, na gut, Fucher T4, 45 Stück. Oh. Und ein XP-Event fürs nächste Wochenende. Das heißt, wenn ich das so plane, dass ich da auch mit aufnehme, hat sich's doch gelohnt für mich ein bisschen.
Aber es macht halt auch Spaß und du kannst ja auch nicht permanent hier dumm in der Gegend rum questen und rumdroppen und immer dasselbe machen. Ja, gerade als LP, ne? Weil du musst ja, genau. Man muss sich halt immer, gerade als Let's Player, muss man sich dann immer irgendwelche Themen oder irgendwas raussuchen, gerade als normales LP. Ne, und man sollte im LPT halt ist es da schon mitbieten. Im LPT ist es da schon etwas einfacher, weil du dann halt noch jemanden hast, mit dem du halt über irgendwelchen sinnlosen Scheiß halt ja grundsätzlich quatschen kannst. Genau, wie zum Beispiel Themen in LPs. Richtig. So. Okay, gut, okay. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Geht ja ganz fix heute hier. Oh, ein Sensierschild kann ich nicht mitnehmen. Puh. Dann mache ich das dann gleich. Genau, wieder ein bisschen was. Okay, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.